Hi, ich bin der Günther, ich komme aus Hörnbude. Willkommen zur Pokémon Mystery Dungeon Virus Edition Abadum 3 Folge 1. Wir steigen gleich ein mit den ersten zwei Kapiteln, wie ich bereits angekündigt habe. Jeden Montag zwei Kapitel. Und ja, weil ich mich absolut nicht mehr erinnert habe, wie ich es bei Teil 1 und 2 gemacht habe, ist der Text dieses Mal mit anderen Sprachen durch einen Google-Übersetzer gezogen und ich hatte beim kurz drüberfliegen das Gefühl, teilweise nicht ganz so dumm. Aber mal gucken, vielleicht irre ich mich auch. Wir fangen direkt mal an. Ich kann halt echt nichts dazu versprechen, wie es aussieht. Mein Name ist Bulbi. Ich bin Bulbasaurier und arbeite seit vielen Jahren mit meiner besten Freundin Shinux für Hobelupf. Natürlich haben wir bisher nichts Besonderes erhalten. Unser Team hat eine Metallqualität. Gut, ich glaube, damit haben sich meine Befürchtungen schon mal nicht bewahrheitet. Schade, weil Befürchtungen war das falsche Wort. Unser Team hatte eine Metallqualität, aber niemand außerhalb von... Ich meine, das ist Schmuckstadt, aber beide Cs fehlen. Niemand außerhalb von Schmuckstadt kannte uns wirklich. Bisher. Aber heute begann unsere Eröffnungsreise. Eine Reise, die unser Leben verändern wird. Eine Reise, die uns legendär machen wird. Pokémon Mystery Dungeon Virus Edition 3. Helden aus einer anderen Welt. Einheit 1. Ausführliche Lektüre. Es fing vor ein paar Tagen eines Abends an. Im Hubbelupf-Team änderte sich alles. Alle sammelten Kraft, um am nächsten Tag für die nächste Explosion bereit zu sein. Interessant, Terroristenverein. Ich auch. Aber heute Abend war ein wenig anders als der nächste. Auf den ersten Blick musste ich streitend einschlafen. Ich habe das Gefühl, dass Shinux schon einen langen Tag wach ist und ich schlafe ein, sobald ich ins Bett gehe. Er hatte das Vergnügen, die Nacht zu verbringen. Ich bin für immer wach. Happy End. What the fuck passiert hier? Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Mein Kopf tut sehr weh und ich glaube, ich werde krank. Warum ist das alles im Präsens geschrieben? Es wäre anstrengend, an der Seite des Militärs zu sitzen, wenn alle unterwegs sind. Sie machen sich bereit für Explosionen und sind beim Militär. Trotzdem habe ich am Ende immer wieder versucht, mich zu entspannen. Ich werde übrigens nicht so oft dazwischen reden jetzt, weil ich will schneller fertig werden, als es so wäre. Als es mir trotz allem wie eine Ewigkeit vorkam, vielleicht weniger als 2 Stunden, schlief ich endlich ein. Und er begann zu träumen. Ich habe mich woanders wiedergefunden. Alles um mich herum leuchtet sofort und wechselt häufig die Farbe. So wusste ich nicht, was hier passieren würde, wenn ich anfing, die Stimme zu verstehen. Der erste war leise, dann laut. Also, bis ich es endlich verstanden habe. Glühbirnen. Können Sie mich hören? Kugeln. Also einfach nur E's. Da, ich höre dich. Wer bist du? Was willst du von mir? Ah ja, und natürlich werde ich die Charaktere wieder nicht mit ihren Stimmen sprechen, Walner. Jede dumme Walross-Edition. Gott sei Dank kann ich dich endlich kontaktieren. Ich habe es stundenlang versucht. Wenn sie sich unwohl fühlen, könnte ich es sein, aber das ist jetzt egal. Bitte hör mir zu, alles was ich ihnen gerade erzähle ist sehr wahr, auch wenn es kaum zu glauben ist. Ich komme aus einer anderen Welt, trotzdem war meine Welt zerstört. Ich musste fliehen und planen. Ich bin jetzt seit vielen Jahren in deiner Welt. Ich habe alle Vorbereitungen getroffen, um meine Welt wiederzubeleben. Außerdem schaffe ich es nicht alleine. Ich brauche Hilfe. Bulbi, ich habe dich auserwählt, die Mitglieder zu sammeln. Starte es. Auch ihr Shinux-Freund gehört zu dieser Gruppe. Ich wurde verrückt.
und versuchte aufzuhören. Bitte zögere nicht. Warum sollte ich ein Team leiten? Was genau mache ich? So habe ich reichlich Gelegenheit, es dir im Traum zu erklären, dann für mich. Das habe ich aber nicht, dann hör mir zu. Du und Shinux müssen zusammenkommen. Aha. Ich glaube, ich habe gute Nachrichten für diese Stimme. Ich kann dir nicht sagen, welches Pokémon du treffen möchtest, aber sie werden bekannt sein. Lade sie alle ein zu kommen. Sie leben alle auf anderen Kontinenten. Reisen, verbinden und 3 Pokémon und finde mich. Jedes Wort, das die Stimme sagte, verwirrte mich. Same. Warte ab, meine Kopfschmerzen sind weg. Ich kann ein paar Stunden schlafen. Ich drehe mich in meinem Bett um und schlafe wieder ein, wenn ich wieder aufwache. Neben mir ist etwas, das beim Einschlafen nicht da war. Ich bin alt und gut aufgehoben zum... ich hoffe, ihr versteht kein Wort. Dann wäre ich nämlich zumindest nicht der Einzige. Und ich sehe gerade, dass mein Mikrofon ein bisschen laut ist eigentlich. Muss kurz die Textstelle wiederfinden. Perfekt. Im Dunkeln brauchte ich eine Weile, um zu erklären, was auf dem Cover stand. Hoffnung durchdringt die Welt und zerschmettert Träume. Meine Geschichte. Neugierig drehte ich mein Bett so heiß auf, in der Hoffnung, Shinux nicht aufzuwecken. Ich dachte, er würde aufwachen, aber er drehte sich um und schlief ein, als ich auf die Homepage ging. Es gibt klare Informationen, die es seitdem nicht mehr gegeben hat. Ich weiß, dass du dir viele Sorgen machst, Bulbi. Dieses Notizbuch wird einige davon beantworten. Dies ist vor der Legende, die sie kennen. Es war ein Witz. Kein Bedauern. Du bist die einzige Hoffnung für meine Welt. Diese klare Botschaft. Wo war die klar? Kam vom Pokémon, die mir noch im Traum erzählte. Ich habe die Geschichte auf der nächsten Seite gesehen. Die Entscheidung fiel mir nicht schwer. Schlaf wurde immer noch unwichtig. Also habe ich angefangen zu lesen. Kapitel 1. Die unerzählte Geschichte der Apokalypse. Ich weiß nicht einmal, wie lange es her ist. Die Geschichte hat mich so erwischt oder so von der ersten Seite an. Ich lese und lese die ganze Nacht. Ich habe davon erst erfahren, als Shinux mich missbraucht hat. What? What? Wait a minute, what? Guten Morgen, Bulbi. Warum bist du heute Morgen vor so langer Zeit aufgewacht? Ich schloss das Buch und legte es beiseite. Und ich habe auf diese Weise aufgehört. Ich habe ehrlich geantwortet. Du wachst zur falschen Zeit auf. Du bist noch wach, es wird besser. Ein enger Freund sah mir aufmerksam zu. Er sah mich aufmerksam an. Wie? Du hast die ganze Nacht nicht geschlafen? Er sah das Buch an. Alles. Das Buch ist nicht neu. Soweit ich weiß, hast du es wahrscheinlich 20 Mal gelesen. Heute Abend zum ersten Mal. Ich habe nach draußen geschaut. Mindestens eine halbe Stunde bis zum Frühstück. Bis dahin war noch viel Zeit. Ich stand auf und nahm das Buch. Shinux wirkte etwas verwirrend. Hey, warte, wohin möchtest du als nächstes gehen? Würden sie sich nicht ein wenig ausruhen? Was passiert heute? Ich stand auf und rannte... Warum bin ich in der Zeile verrutscht? Hilfe, ich bin zu kacke gerade. Irgendwie verwirrt mich dieser Text. Fun Fact. Ich stand auf und rannte in das Zimmer des Kommandanten. Okay, das ist einfach das fucking Militär. Folgt mir, ich erkläre euch alles, wenn wir beim Gildenchef sind. Ich rannte in den Flur, bis ich die Haustür erreichte. Xenux folgte mir. Es scheint, dass er sehr müde war, aber ich weiß schon lange, dass man ihm auf jeden Fall in der ersten halben Stunde nach dem Aufstehen alles zutrauen sollte. Shinux braucht normalerweise lange, um aufzuwachen. Zu diesem Zeitpunkt hat er noch seine Pläne, genau wie alle anderen. Schließlich war er mein bester Freund. Als ich ankam, klopfte ich an die Tür des Kommandanten. Ich wusste, dass er auch da sein würde. Unsere Meistergilde ist an sich schon ein schönes Pokémon.
Er ist jetzt sehr alt, aber er hat immer noch alles unter ständiger Kontrolle. Er gehört nicht zu den Chefgulden, die zusätzliche Befehle geben. Er ist besorgt, uns auszubilden. Deshalb ist es immer so, wenn wir eine Kleinigkeit im Sinn haben. Ich habe oft das Gefühl, dass es mehr Interaktion mit mir hat als mit Shinux, als mit anderen. Weil der Jüngste in unserer Gilde weit weg ist. Die ganze Zeit wollten wir in diesem Team trainieren und er liebte mich so sehr. Da ich nicht das beste Verhältnis zu meinen Eltern hatte, wurde er nun mein Vorfahre. That's not how that works. Und heute machte er etwas Neues, als ich klopfte und ging. Was bringt dich zu dieser Stunde? Gibt es etwas, das sie besprechen möchten? Shinux scheint sehr nervig zu sein, was ich mit mir selbst nachempfinden kann. Das möchte ich jetzt auch langsam wissen, Bulbi. Was passiert jetzt? Ich zeigte ihnen meinen neuen Dresscode. Es ist sehr wichtig. Es geht um dieses Buch. Ich hatte letzte Nacht einen Traum, als Pokémon mit mir sprach und als ich aufwachte, war er plötzlich an meiner Seite. Ich dachte an beide. Letzte. Fortsetzung der Legende. Die Geschichte der Weisheit. Und woher kommt das? Was hat das mit deinen Träumen zu tun? Diese Geschichte. Rekord. Bist du sicher, dass es kein weiteres Spiel ist? Nur Abra hat deinen Traum letzte Woche gestoppt, um dich zu provozieren. Und er gibt mir eine Randnotiz auf dem Bild. Jetzt Hubbelupf und lass dich auf etwas Neues ein. Gibt es dazu Bilder? Kannst du die uns zeigen? Digga, wie soll ich 2 Kapitel durchstehen davon? Vielleicht mache ich kurzfristig doch nur 1. Wahrscheinlich mache ich einfach 2 in einer Folge, aber nehme die nicht am selben Tag auf. Das klingt irgendwie wie eine Idee. Ja, wo war ich jetzt wieder? Ich habe angefangen, alles zu sammeln, was ich gestern Abend gelesen habe. Fazit, ich muss nochmal verstehen, dass ich die Geschichte nicht gemacht habe. Shinux scheint sehr kompliziert zu sein, aber es scheint sehr verzerrt zu sein. Warte ab, ist es gut? Ich sah ihn mit einem Lächeln an. Es ist eine gute Geschichte, aber es gibt kein Wort, das zu meinen passt. Es ist besser, es bei Gelegenheit selbst zu lesen. Hubbelupf? Er hielt inne, dann antwortete. Ich glaube, das Wichtigste habe ich verstanden, aber warum willst du das uns allen sagen? Und über Fotografie. Ich habe die Fotos gelesen. That's not how photos work. Sie sind auf der ersten Seite in der Botschaft. Sie zeigen offensichtlich einen Film aus diesem Notizbuch. Auch hier wünschte ich würde ihn nie wiedersehen. Das erste ist schrecklich. Es ist bemerkenswert, dass alle Pokémon der Mythologie sind drinnen. Wie sind diese Bilder entstanden? Aber zurück zum Thema. Auf dem Foto, das erste Mal, wenn du ein totes Pokémon siehst, liegt es leer auf dem Boden, als würde es schmelzen. Ah. Blut umgibt es und Nekrose, gefolgt von einer Gruppe von Pokémon auf einem Tohaido-Felsen, zusätzlich zu dem Dunklen. Unten kämpft Floink gegen Yveltal und gegen Giratina. Das letzte Foto zeigt Floink als vermisst. Beide scheinen dankbar für das perfekte Foto zu sein. Ich hob das Buch auf, als ein Stück Papier vom Einband fiel. Es ist ein anderes Foto. Anders ist es jedoch mit der Hinzufügung der Titelseite. Er sah toll aus. Alle Pokémon, die in beiden Geschichten eine wichtige Rolle gespielt haben, sind da. Alle scheinen glücklich. Es sieht aus wie ein Sack, den man mit einem Kordelzug umschließt. Hilfe, warum habe ich dieses Projekt begonnen? Aber das kann nicht sein. Der Hintergrund ist ein klarer Sternenhimmel. Ich habe es wieder gekauft, damit ich es umdrehen konnte, wenn ich herausfand, was los war. Eine Form erscheint in diesem Bild. Die Hintergrundfarbe liegt etwas hinter den Gunther-Gemälden zurück. Als mir das klar wurde, warf ich schockiert alles weg. Oh nein, wegwerfen aus den ersten 2 Varus-Editionen in Dummes zurück, auch wenn es hier Sinn macht.
Wo war ich? Es ist schwer für mich, wieder aufzuerstehen. Da, als ich das Foto berührte, erschien mein Bild ohne Probleme. Nirgendwo. Shinnok hat keine Angst, es ist vor Ort. Wirklich, es scheint einfacher, sich ihm zu nähern, als in Panik zu geraten. Es macht Spaß. Was wäre, wenn... Der Gildenlehrer stoppte seine Gedanken und wollte es versuchen. Er hat das Bild auf die gleiche Weise aufgenommen, aber es tat nichts. Es macht Spaß. Kann so etwas manchmal passieren? Ich kann diese Frage nicht alleine beantworten, aber Shinnok hat eine nette Idee. Was ist, wenn das Foto ein ausgewähltes Pokémon zeigt, wenn sie es berühren? Es muss sein, was ich dir nicht gesagt habe, eine Stimme in meinem Traum, eine lebende Person wie diese. Er sagte mir, ich solle eine Gruppe zusammenstellen. Pokémon auf allen Kontinenten, dass wir seine Welt retten können. Die beiden blieben wieder still. Hubbelupf reagierte wieder als erster. Wenn dies der Fall ist, dann gibt es vielleicht nur eine Chance. Geht in die Welt, ihr beide. Shinnok wirkte ein wenig seltsam. Warte, nicht diese Lösung. Warum wurden wir beide ausgewählt? Ich glaube, ein Pokémon ist auf dem Kontinent. Durchaus möglich. Jedenfalls hat mir der Überlebende klar gesagt, dass sie einer waren. Von den anderen drei Pokémon weiß ich nichts. Er hat mir nicht gesagt, wer sie waren. Er sagte nur, dass sie enthüllt werden würden. Aber jetzt kann uns dieses Bild helfen, es zu finden. Shinnok, du entscheidest, was du machen willst. Es steht dir frei zu gehen. Er bittet um Hilfe in Schmuckstadt, damit er auf die anderen Kontinente gehen kann. Tun? Ich sah Shinnok an und schaute selbstbewusst zurück. Die Worte sind nicht wichtig. Wir werden die Mitglieder mit Respekt vertreten, Gildenleiter. Vertrau uns. 2. Versprich es mir. So klar, unsere große Reise beginnt. Und ja, damit endet Kapitel 1. Ich werde definitiv nicht noch eins aufnehmen jetzt. Ihr werdet ja sehen, ob ich in diesem Video noch eins hab. Ich weiß es ehrlich gesagt gerade nicht. Guckt mal, ich bin's. Noch ein Kapitel. Aber auch nur, weil ich es mir ehrlich gesagt echt nicht leisten kann, 18 Wochen für das Projekt zu brauchen. Weil irgendwann will ich auch das nächste große, richtige Hörspiel beginnen. Und das geht erst, nachdem das hier rum ist. Deswegen, für mich ist jetzt 2 Tage später. Wir machen weiter. Kapitel 2. Umzug an einen modernen Strand. Kaum verließen wir die Hubbelupf-Kameratür, fanden wir uns in einer Pokémon-Sammlung wieder. Andere Gildenmitglieder haben bemerkt, dass etwas passiert und darauf wartet, dass wir kommen. Offenbar verstanden sie ein paar Worte aus einer geschlossenen Tür. Ich sah mich um und sah, dass das ganze Team wirklich zusammengekommen war. Oh, haben sie die Pokémon-Namen alle richtig? Abra, Roselia, Zickzack, Krabby, Flurmel, Klavion, Quaxo, Magnetilo und Magneton? Hallo, wo sind falsche Namen? Es ist insgesamt, ich habe jetzt auch ein bisschen mehr noch gemacht, auf jeden Fall nicht ganz so viel korrupt wie bei den letzten Dingern. Sie sind alle schon länger in der Gilde als wir, also sind wir nicht nur die Jüngsten, sondern auch Neulinge in Sachen Status. Insgesamt haben wir alle ein sehr gutes Verhältnis, auch wenn es natürlich ab und zu mal zu Konflikten kommt. Viele unserer Argumente beziehen sich auf Abra, der Shinnok früher im Haus der Gildenkommandanten war, weil er gerne jeden erschießt, mich eingeschlossen und Kakao. What? Digga, was ist das hier? Militär kommt richtig raus. Ich habe das Gefühl, jede Walross-Edition in Dumm hat so ein Grundthema, das immer durchgezogen wird. Von Anfang bis zum Ende. Wir hatten schon so Scheiße wie Werfen, Allmann-Deutsch und jetzt ist Militär. Krieg. Und Leute, die sich aus Spaß gegenseitig erschießen. Aber zurück zum Thema. 9 Leute warten vor der Kamera, um zu hören, was passiert ist.
Sie sind überzeugt, dass etwas Besonderes passiert ist. Ebenso, wenn Shinnok mir immer noch nicht glaubt, dann liegt es sicher daran, dass sie es in der Geschwindigkeit gesehen haben. Dies ist, wie wir wissen, eine Annahme von der Regel. Linux und ich hatten kaum Probleme, uns zu treffen und Fragen zu stellen. Hast du gerade einen Mythos erzählt? Briss, wirst du reisen? Was für eine spannende Aussicht, ich beneide dich. Okay, ich möchte ein bisschen dazu sagen, aber niemand hört mir zu. Funktioniert das Bild wirklich? Können wir es sehen? Vielleicht hat Shinnok dasselbe für mich empfunden, weil es aufgehört hat. Kannst du eine Weile schweigen? Fertig. Das macht es uns leichter, ein wenig zu erklären. Danke, Shinnok. Also bitte umziehen. Welche Fragen haben Sie noch? Wir haben es so hart geschafft. So sehr, dass wir es innerhalb einer halben Stunde geschafft haben, die Geschichte ein wenig näher zu bringen. Shinnok hat auch in allem recht. Schließlich hat es eine kleine Vorstellung davon, was überhaupt passiert ist. Was übrigens auch einfach ist. Sobald die Ängste nachließen, wurde ich deillusioniert. Okay, ist das alles Ihre Sorge? Aber überraschenderweise sprach Abra und es beeinflusste seine Gedanken sehr. Inzwischen scheint jeder eine Geschichte erzählen zu wollen, aber er fragt: Eine letzte Sache. Ist das, was Sie sagen, dass Sie uns in diesen Tagen verlassen? Ich war schockiert von dieser Frage. Ah, Millionen. Ist es noch nicht klar? Ja, aber ich hoffe, es ist nicht so. Wenn du aussteigst, sind die Truppen ruhig auf der Straße. Ich bin hier einfach im Krieg. Wisst ihr, was das Behindertste ist? Fun Fact, ich habe das schon auf dem Discord-Server mal erzählt. Die Walross Edition 3 sollte ursprünglich tatsächlich in einer Nachkriegszeit spielen. Und das ist gerade irgendwie bisschen ironisch mit dem hier in Dumm, wo literally alles Militär ist. Stimmt, ich kann keine bessere Atmosphäre wie bei ihnen. Im Vergleich, in dieser Fräulein-Gilde, brrs. Ich war wieder überrascht. Ich habe nicht erwartet, dass sie das tun. Auch wenn es ein bisschen anders klingt, als ich vorhin gesagt habe, ich habe kein Gefühl wie Shinnok und passe in die Gildengemeinschaft, da wir hier die Neuesten sind. Die meiste Zeit machen wir Fehler, für die andere Leute bezahlen werden und deshalb sind sie meistens mit uns als Mitglieder der Gilde nicht zufrieden. Ebenso haben wir mit niemandem recherchiert. Und trotz einer großartigen Reise vor ein paar Monaten waren Shinnok und ich die einzigen, die gingen. Wir wollten kein Gewicht und keine Nahrungsergänzungsmittel mit sich herumtragen, was unserer Meinung nach nicht funktionierte, weil wir uns im Wald verirrten und andere uns damals alle vor uns standen, bekam ich ein anderes Bild. Sie waren nicht glücklich, uns zu vertreiben. Da ich es noch nie so betrachtet habe, weiß ich auf diese Weise nicht mehr richtig, ob es sich lohnt, diese Reise zu unternehmen und lasse alles gehen. Aber ich weiß selbst, dass es meine Aufgabe ist, die Reise zu machen. Wie Shinnok. Nur Fotografie ist der Beweis. Also ist die Stimme in meinem Traum. Pokémon stammen aus einer anderen Welt und sind wahrscheinlich Teil einer Geschichte. Das ist durchaus möglich. Weiß nicht warum, aber ich kann dieses Pokémon treffen. Aber zuerst muss ich alle Mitglieder versammeln. Wir haben also gut über das Militär gesprochen, aber nicht ohne Versprechen. Wir haben versprochen, uns zu verbinden, damit wir es selbst machen können, wie wir es Hubbelup vor langer Zeit versprochen haben. Aber wir haben auch ein bisschen versprochen. Fun Fact, wenn ich raten müsste, würde ich sagen, sie haben etwas versprochen. Sobald wir unsere Reise beendet haben, werden wir wiederkommen. Wir werden zur Gilde zurückkehren und unser tägliches Leben praktizieren. Und dafür muss ich kämpfen. Bevor wir flohen, warnte uns Abra. Eins, ihr zwei. Pass gut auf dich auf. Ich denke, deine Reise wird ein wenig länger sein, als du dir jemals vorgestellt hast.
Es kann nicht wie ihre Reise mit den Truppen sein. Bestrafung ist eine schwere Strafe und kann zum Tod führen. Was? Was? Dieses Mal machen sie einen kleinen Unterschied, aber ich warne sie. Wenn ich in die Zukunft schaue, spüre ich dadurch ein Gefühl von Macht, Raum- und Zeitpaket, dunkle Aura. Feinde dieser Art werden es nicht sofort für dich schaffen. Gehe zurück zum Frieden. Das ist natürlich nicht die Motivation, die wir wollen. Wenn Abra recht hat, werden wir Armeen jenseits dieser Welt treffen. Oh mein Gott, die Walross Edition 3 und dumm spoilert die Walross Edition 4. Erstens, was ist unser Ziel? Wir werden kämpfen. Die Welt des mächtigsten Pokémon in wenigen Stunden zerstören können. Als wir am Strand ankamen, sahen wir unser nächstes großes Problem. Gyarados und ich machten uns auf eine Reise, aber sobald unser Team erwachsen war, waren wir verloren. Wir waren gezwungen, die Reise zu verschieben. Es gibt nur eine Möglichkeit, viele Pokémon auf diese Weise über den Fluss zu transportieren. Boot! Boot und Boote werden nicht ausreichen. Für die 5 Pokémon muss auf dem Schiff genug Platz sein. Denn wenn wir den 6. Überlebenden treffen, werden wir in eine andere Welt gehen. Da der Bau eines solchen Schiffes aber für uns beide eine große Herausforderung darstellen würde, würden wir uns umdrehen und in Schmuckstadt Hilfe suchen. Bei unserer Suche waren wir so glücklich wie möglich. Wir fragten Miltank nach dem Lagerhaus und er hatte noch einige Holzbretter. Natürlich reichte es für ein volles Schiff und er war bereit, es uns zu überlassen. Die Molunk-Brüder, die für den örtlichen Laden verantwortlich sind, hörten unser Gespräch und sagten, dass sie uns bei dem Projekt helfen würden. Resladero entdeckte dies aus einem Dojo und es dauerte nicht lange, bis ganz Schmuckstadt bereit war, uns bei unserer ersten Aktion zu helfen. Zu viel normaler Text gerade, ich will Dünnschiss. Shinux und ich können bei manueller Arbeit nicht helfen, also verbringen wir unsere Zeit mit Planung. Mit unserer Ausstattung haben wir alles perfekt für alle notwendigen Räume, maximalen Stauraum, große Sitze, Boot und Boot. Kurtel hat es geschafft, einen kleinen Motor zu entwickeln, der sich zusätzlich zu diesen Funktionen erwärmt, sodass wir mit oder ohne Luftverschmutzung noch erfolgreich reisen können. Keine 2 Tage vergingen und dann war es soweit. Das Boot ist fertig und alles bereit für unsere Abfahrt. Es war Abend und ich hatte gerade den letzten Sack Kohle auf dem Boot abgeholt. Alle haben uns geholfen, das Boot am Strand zu bauen. Nachdem wir gegangen waren, sah ich sie mir noch einmal an. Ich weiß, sie sind alle willkommen. Ich war ein ganzes Leben in Schatzstadt? Das Traurige ist, das ist wahrscheinlich ein Schreibfehler im Original. Zum ersten Mal habe ich unseren Kontinent verlassen. Sie winkten uns alle zu, als ich sie lange nicht halten konnte. Unsere Reise hat begonnen. Aber damit war der Tag nicht zu Ende, obwohl es Abend war. Ich versuchte auf die eine oder andere Weise zu schlafen, aber es gelang mir nicht. Ich freue mich über alles. Endlich war es an der Zeit, Teil eines Mythos zu sein. Da ich, wie gesagt, nicht schlafen konnte, ging ich zurück zum Hafen. Okay, wohl doch nicht. Tschüss, Reise rum. Bulbi springt einfach vom Schiff, schwimmt zurück. Es gab keine Wolken und die Luft war frisch. Das Meer ist ruhig. Ich setzte mich und sah in den Sternenhimmel. Plötzlich sprach mich jemand an. Gute Nacht, nicht wahr? Ich war überrascht, Shinux an meiner Seite zu sehen. Es hat die Angewohnheit, immer dann da zu sein, wenn man es am wenigsten erwartet, was mich auf lange Sicht oft frustriert hat. Shinux wird gerade zum Neutrum. Wo bin ich wieder? Hilfe. Mann, Shinux, bitte warn mich das nächste Mal, bevor du mich erziehst. Es tut mir leid, die Macht des Charakters. Für einen Moment setzten wir uns beide und schauten in den Sternenhimmel. Aber die ganze Zeit habe ich ein paar Fragen, die ich Shinux stellen möchte. Nach ein paar Minuten beschloss ich, die Stille zu brechen, obwohl es wunderschön war. Du Shinux, wie denkst du, Schmuckstadt direkt zu verlassen? Was ich sagen will ist, dass sie dort nicht viele Erinnerungen haben wie ich?
Zu diesem Zweck ist es wichtig, ein wenig über Shinnok zu sagen. Ich kenne ihn zum Beispiel seit ungefähr 6 Jahren. Wir haben uns kennengelernt, als ich aus dem Dschungel geflohen war. In diesem Fall fand ich heraus, dass Pokémon im Pool war und war verwirrt. Das ist Shinnok. Ich weiß nicht genau, was mit ihm passiert, also habe ich ihn umgedreht, in der Hoffnung, ihm helfen zu können. Oh Gott. Es macht langsam den Eindruck, als wäre umdrehen dieses Mal das nächste Werfen. Es stellte sich heraus, dass er sich an nichts erinnerte. Nicht in diesem Bereich, aber in Pokémon nichts mit Nicht in diesem Bereich, aber in Pokémon hier. Außerdem entfernt etwas die meiste Masse und entfernt manchmal immer noch. Es hat nichts mit seiner Vergangenheit zu tun. Ich lud ihn damals zu mir nach Schmuckstadt ein und wir wurden schnell Freunde, bevor ich unser Retterteam gründete. Meine Frage wurde klar, da es noch nicht so lange in Schmuckstadt war wie bei mir. Er hielt inne und schien zu denken. Es ist seltsam. Es kommt darauf an, wie lange eine Person. Ich verbringe diese Zeit in Schmuckstadt. Ich kenne deine Gefühle sehr gut, aber keine Sorge. Sobald wir die andere Welt beschützt haben, werden wir zurückkommen. Wie schaffen sie es, auf dem Weg optimistisch zu sein? Natürlich mache ich mir gerade Sorgen. Ich fürchte, unsere anderen Teamkollegen werden ohne Freunde zu Pokémon und kämpfen nur um ihr Niveau. Außerdem, denkst du überhaupt nicht an Abra? Jede Täuschung kann alles zerstören. Die ganze Welt. Und was er über diese Kräfte sagte, wäre... Ich habe von vielen Katastrophen gehört, die passieren könnten. Er sagte, er habe das Gefühl, Raum und Zeit würden verschwendet. Auf diese Weise ist es wichtig. Als würde die ganze Welt in Ungleichheit verfallen und dieselbe Kraft würde für alle gelten, die in Einheit leben. Bitte erklärt mir diesen Satz. Wenn Gelegenheit und Zeit zusammenpassen, bedeutet dies die Geburt eines dunklen Gottes oder das Werk von jemandem auf die eine oder andere Weise. Und ich persönlich denke, es könnte einen dunklen Gott geben, der es nicht kontrollieren kann. Ich denke, für mich sind die dunklen Mächte in ihrer festen Form nur Dämonen, keine Götter. Mach dir nicht zu viele Sorgen, Balbi. Unser Team wird jetzt Freunde. Jeder, der sie gleichzeitig abholt, sollte ja sagen, ich denke, es ist Lord Ecke und die sollten die gleiche Arbeit nur machen können, wenn Pokémon sich verstehen. Irgendwie habe ich das Gefühl, die Hälfte hier sind Kriegsanspielungen, die Hälfte ist keine deutsche Sprache. Über Abra. Auch Gespräche über Raum und Zeit können sich relativ positiv auswirken. Nur weil man immer nur die falsche Seite sieht, sollte kein Gott dahinter stehen. So ein Deal macht das Unmögliche möglich. Und es kann uns helfen. Außerdem hatte ich ein allgemeines Gefühl während einer solchen Reise. Ich werde es bald herausfinden. Was meinst du damit, dass du regierst? Woher? Aber diese Reise wird sich auf alle Fälle lohnen. Ich möchte, dass Shinnok endlich herausfindet, wer er ist. Zweifellos ist es riesig. Pokémon vor dem Jubiläum. Nach einiger Zeit wurde es sehr kalt. Ich schreibe hier gerade die erste Seite unserer Geschichte. Ich bin aber gerade auf der vierten. Denn wir werden Teil des Mythos. Es wird im selben Atemzug wie die beiden anderen ausgedrückt. Like und oder Abo dalassen. Das kann nur toll werden.